Wildschweine gibt es hier auch, ne? Am Rotersteg. Ja, guck mal hier. Das ist eine Wildschwein-Kierung, so nennt man das. Jetzt sag bitte den Satz nochmal. Das hier, was du gerade auf dem Bild hast, ist eine Wildschweinkierung. Das heißt, hier werden Wildschweine mit ein ganz klein wenig Mais angelockt, um sie dann auch schießen zu können. Sonst kommst du an die Schweine ja nicht mehr dran. Ne? Ah, okay. Und Kierung mit K? Kierung. Mit Doppel-R. Okay. Das heißt, wie kann man das übersetzen im Nicht-Jagddeutsch? Ist eine Anlockstelle. Okay. Die Wildschweine, die sollen hier nicht angefüttert werden. Weil ich denke mal, von da wird dann ja Jäger ansitzen und schießen. Die, ne? Sollen nur angelockt werden für einen kurzen Moment, um sie dann zu schießen zu können, ins Sichtfeld. Ihr seht, liebe Zuschauer, das ist verdammt interessant, was man vom Pro hier lernen kann. Ja, wir sind mal ein bisschen leise, weil wir müssen, also hier, ich habe ja gerade gelernt, diese offenen Bereiche, da sind sie in der Regel öfter als im Unterholz, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Wiesente sind ja Tiere, die halboffenen und offenen Landschaften lieben. Okay. Das Tiere des Waldes, ja. Das liegt einfach auch daran, sie müssen ja die Region gut absehen können. Es könnten ja Wölfe kommen. Ne? Und im Dickicht einem Wolf auszuweichen, ist ja sehr, sehr schwierig. Mhm. Also sind diese Tiere doch eher für die offene Landschaft, genau wie Rotwild. Rotwild ist kein Waldbewohner, hat sich nur zurückgezogen in den Wald, weil die Jagd so groß ist und wir gar keine offene Landschaft mehr haben. Verstehe. Aber grundsätzlich lieben die eher die Landschaft, wo sie dann ihr Fluchtverhalten. Am Tag, wo sie auch Gas geben können, wie eigentlich. Auch, ne? Ja, Pferde verstehe. Sind ja auch Fluchttiere. So gut zur Familie des. Oh. Ach, der Mann, der macht mich fertig. Ich dachte, der wäre dicke Wiese und so. Rotwild, Rehe und Hirsche gehören auch zu der Obergattung Rotwild, habe ich jetzt auch erst unlängst gelernt. Ne? Das sind. Oder ist Rehe Niederwild? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ah, ich sehe, ich haue ja wieder alles durcheinander, ja. Biologisch gehören Rehe und Hirsche zu den Geweihträgern. Ja. Das sind Geweihe, die abgeworfen werden jedes Jahr. Wie auch der Elch. Genau. Das sind Geweihe. Oder Rentiere, ne? Also Hirschartige, ja. Auf Deutsch. Und Niederwild hat nichts mit biologisch zu tun, sondern Niederwild war früher für die untere Klasse zum Bejagen. Also für die niedere Klasse. Ach, daher kommt das. Also tatsächlich so aus dem Mittelalter. Genau. Ja. Das war Hochwild. Ja. Ne? Liebe Zuschauer, da fällt mir ein kleines Off-Topic-Thema ein. Wisst ihr, kennt ihr die Redewendung auf den Strich gehen, wo die her die kommt? Ich überlege, ob ich das auflöse. Dann weißt du das? Nee, das ist tatsächlich aus dem Altertum. Früher durften die Prostituierten, also früher oder in alten Dörfern wohnten die, ich sag mal, die was zu sagen haben, die Dorfältesten, immer oben zentral und ich sag mal, das Geschnetz immer so drausherum. Und da wurde tatsächlich eine Linie, ich sag mal, um die erhabenen Leute gezogen und bis dahin durften sich die Prostituierten nur ranwagen im Mittelalter und dann sind die natürlich quasi, ne, ich mach's mal vor, um die Reichen rum auf den Strich gegangen, tatsächlich. Jetzt konnte ich auch mal was Schlaues sagen, aber gehört überhaupt nicht zu unserem Thema. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Break, gleich vielleicht nochmal eine kleine Lehrstunde, weil es ja echt mega interessant, was man hier erfährt, in der Hoffnung, dass ich wenigstens ein Wiesenfoto noch hinkriege. Wir versuchen jetzt nochmal zusammen uns dem Waldstück zu nähern,
wo gerade die Herde weggaloppiert ist. Es kann sein, dass die sich jetzt abgelegt haben. Und aber es ist tatsächlich nicht zu hören. Und gerade waren die ja wirklich relativ laut. Wie gesagt, wir versuchen die jetzt hier gerade mal zu spotten. Ich hab Schiss. Aber die sind auch nicht mehr zu erkennen. Hast du denn irgendwas an Spuren hier entdecken können? Ich bin jetzt zweimal auf dem Mast gekommen. Ich glaube, ich war es auch zweimal. So, hier habe ich jetzt wieder was gelernt. Das sind sogenannte Schälschäden. Habe ich das richtig ausgesprochen? Schälschäden, genau. Genau. Also da haben die Wiesente oder der Wiesent, das wäre, wisst ihr, liebe Zuschauer, wir sind uns gerade nicht ganz sicher, das Wiesent, dran genagt, ja. An der Rinde. Ja, dann packen die das hier mit den Zähnen und ziehen das hier oben ab, genauso hier auf der Seite. Kannst ja einmal hier rumkommen. So, der Baum hat jetzt fast einmal drumherum, ist ja geschält. Das Einzige, was den Baum noch am Leben erhält, ist dieser Steg hier. Mehr ist das nicht mehr, wo er seine Nährstoffe und Wasser hochführen kann. Ne? Okay. Was ist das Problem? Ich als unpolitischer Mensch sage jetzt mal Folgendes. Das ist sicherlich ärgerlich, aber wenn ich überlege, wie viele Bäume der Mensch tot macht, so auf der Welt, ist das wahrscheinlich ein relativ geringer Schaden. Aber wir wollen nicht politisch werden in diesem Video. Es geht um die Wiesente. Das wollen wir auch gar nicht thematisieren. Ich möchte eigentlich nur ein Foto haben. Und das Schöne ist, wir geben hier alles. Und du hast gerade was ganz Interessantes gesagt. Wir stehen jetzt hier auf einer Fläche, wo wir auch noch rein dürfen. Wir haben ein Waldbetretungsrecht. Ne? Okay. Grundsätzlich. Du hast ein Waldbetretungsrecht in Deutschland, allgemein. Aha. Aber hier in so einer Dickung, im Forstlichen nennen wir das Dickung, also Schonung ist es ja nicht mehr, da haben wir nichts zu suchen drin. Ne? Das ist das Rückzugsgebiet für unser Wild. Und da haben wir auch nicht als Pilzesammler oder sonst was drin zu suchen. Okay. In dem Bereich ist es schon nicht mehr so richtig Dickung, das ist so mehr Stangenholz, nennt man das. Stangenholz, ja. Das kann ich mir merken. Ja, und auf jeden Fall, ich glaube, die Aussage war, wenn belaubt ist, hat man keine Chance, den Wiesent vorher zu erkennen. Und dann ist man vielleicht beide überrascht und er ist der Stärkere. Ne? Ich würde behaupten, wenn das da jetzt 20 Meter drin liegt, sehen wir es auch nicht. So, und jetzt wird es interessant. Hier haben wir frische Wiesentspuren. Hier kannst du die Spur gut erkennen. Ne? Das Wiesent ist ein Paarhufer. Nichts anderes wie ein Elch oder Rotwild, nur viel größer, ne? Der Abdruck, und hier haben wir einen kleineren Abdruck. Also hier muss ein Kalb noch dabei sein. So, hier geht die Fährte lang. Jetzt könnte man als alter Indianer die Fährte aufnehmen. Aber wir wissen eigentlich auch so, dass die immer oder weniger in die Richtung gelaufen sind. Ne? Ja, dann sag ich mal, haben die wahrscheinlich doch einen Haken geschlagen im Wald. Weil die Stelle, wo ich glaube, dass sie mir über die Straße gerannt sind, sind da weiter vorne. Okay, dann habe ich doch so viel Schiss gehabt, dass ich dachte, die wären wesentlich näher. Ich alte Angsthase. Naja, aber ne. Also ich behaupte mal, ich habe mich nicht um 50 Meter vertan. Ist aber auch ganz egal. Zumindest bin ich keiner Fata Morgana aufgesessen und wir haben frische Spuren im Unterholz. Wie viel Kilo wiegt denn so ein Wiesent? 900 Kilo, 800, 900 Kilo, manchmal eine Tonne. Nicht ganz so schwer wie ein Bison. Ne? Bison ist etwas schwerer. Das wäre jetzt die Frage. Die sind ja auch tatsächlich körperlich größer, weil das, man sagt... Ja, ein bisschen. Aber sonst bauartbedingt sehr ähnlich. Bauartbedingt sehr ähnlich. Wiesent hat an den Beinen eigentlich nur eine kurze Bauart. Aha, okay. Also wie so ein kurzer Dackel im Vergleich zu einem Bernardiner, sag ich jetzt mal. Ungefähr die Hälfte. Ja, guck mal, hier ist eine Spur. Ne? Also nicht so ganz groß, scheinbar vielleicht auch ein Kalb. Ist wahrscheinlich hier in die Deckung reingelaufen. Gehen wir jetzt nicht hinterher? Nein, da gehen wir nicht hinterher, weil unabhängig davon, dass wir an alle Tierfotografen vielleicht nochmal einen Appell, Tierfotografie macht super, super Spaß, aber bitte habt Respekt vor den Tieren und macht denen keinen Stress, weil ich sag mal, die haben zwar jetzt nicht das klassische Recht am Bild wie wir Menschen, aber ist doch kacke, wenn wir Fotografen den lieben Wildtieren Stress machen. Also
Deswegen, bei den Elchen habe ich es gemerkt, dass die viel entspannter waren, wenn ich aus dem Auto raus fotografiert habe. Wie ist das bei den Wiesenten? Sind die da tiefenentspannt? Das ist bei Wilden allgemein. Ich kann, wenn ich im Auto sitze und fahre an den Tieren lange vorbei, kann ich die eigentlich sehr gut beobachten. Bleibe ich stehen, ist sofort die Reaktion, abhauen, nicht abhauen. Ja. Also das liegt auch daran, weil das Auto ist kein Mensch von der Bewegung. Das schätzen von der Silhouette wahrscheinlich auch, ne? Genau. Und der Geruch ist wahrscheinlich auch stark unterdrückt, wenn ich im Auto sitze. Okay. Mein Guide sagt tatsächlich, dass dieser Bereich, wo wir jetzt gerade sind, im Moment wohl eine gute Chance ist, dass wir die Herde ja treffen. Irgendwann, wenn ich nochmal vielleicht wiederkomme, auch wenn es heute nicht klappt, weil jetzt sind die abgehauen. Aber ich werde vielleicht gleich nochmal warten, ob die auf die offene Fläche kommen. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, was gehört zu haben. Aber ich glaube, das ist zu leise. Und sogar die Sonne kommt raus. Und ihr kennt mich ja, ich gebe nicht auf. Ne? Wir sind jetzt wieder ein Stückchen weiter im Bereich des Orts Schanze. Und hier ist Wiesenbereich. Ich möchte euch sagen, warum. Ich zeige es euch. Ein klassisches Wiesenthaufi. Ja, die Wiesente selber. Es gibt aber mehrere Herden, habe ich gerade auch erfahren. Ich versuche es mal. So kurz davor bin ich. Da bin ich echt überzeugt. Irgendwo in diesem Gebiet, da sind sie reingelaufen. Aber ihr seht, es nebelt. Die Sicht beträgt vielleicht 40, 50 Meter. Selbst wenn ich jetzt noch mal Glück hätte, die kleine Herde zu finden, was ich glaube ich nicht haben werde, weil man erkennt die einfach nicht. Es ist so zugezogen. Ich habe das Gefühl, hier muss ich wiederkommen und ich werde auch wiederkommen. Und ihr wisst ja was? The Walking Dead hat, glaube ich, auch 11 Staffeln. Deswegen ist das überhaupt nicht schlimm. Finde ich, wenn meine Serie über das Wiesent, den Wiesent, ich muss es googeln, noch ein paar Teile mehr kriegt. Übrigens heißt das Ganze Roter Steig und nicht Stieg. Habe ich übrigens auch wieder gelernt. So, nicht traurig sein. Ich gebe nicht auf. Ich werde hierhin wiederkommen und ich werde Wiesent-Fotos hoffentlich schießen. Ich drücke mir mal die Daumen und ja, verschwinde im Nebel. Kennt ihr mein Gesicht, liebe Fotofreunde? So sieht der Fotograf aus, wenn er erneut am Roter Steig bei ungefähr 0 Grad unterwegs ist. Aber hier, schaut, ich habe Handschuhe an. Ich drehe jetzt auch gar nicht so viel B-Roll mehr, weil 3 Folgen habe ich jetzt schon. Der Wiesent Wildlife, How to Photograph Fast. Und jetzt brauche ich nur noch Fotos. Aber ich habe heute moralische Unterstützung. Schaut, Stefan von Nichtgebildet ist dabei. Er hatte keine guten Gründe, nicht mitzukommen. Und ich werde jetzt noch mal von hier, möchte euch auch noch mal den schönen Sonnenaufgang zeigen. Traumhaft. Traumhaft. Und wir werden jetzt leise sein. Nicht, dass ich jetzt wieder laber und es gleich wieder zu einer Stampede kommt, wie im letzten Video.
ich schwöre, die Folge endet hier. Wenn heute nichts passiert, dann werde ich ein Bild aus dem Quellekatalog abfotografieren. Ein Bilderbuch mit Wiesenten. Dann gebe ich es auf. So, und ist es glatt, sehe ich hier gerade. Die Atmung wird auch schon wieder schwerer. Bis später. Das ist Doppelproduktion. Stefan produziert, ich. Ja. Ich weiß gar nicht. So sehen verzagte Wildlife-Fotografen aus. Wir sind jetzt auf der Freifläche, wo ich letztes Jahr das Glück hatte. Letztes Jahr ist auch geil. Nee, es ist erst eine Woche her, die Herde zu sehen. Und wir haben ja relativ viel frische Spuren gesehen. Es sei denn, dass jeder mit einem runden Stanzgerät hier durchgegangen hat, diese Abdrücke gemacht. Also wirklich so runde Geschichten, die auch noch nicht alt sind. Weil heute leichter Bodenfrost ist. Ja, lässt halt die Vermutung nahe, dass es nicht lange her ist, dass die Herde hier war. So ist ungefähr der Ausblick. Also so eine offene Graslandschaft, wo man, ja, wenn sich was tun würde, wir zuschlagen könnten. Wir waren jetzt auch noch mal ein bisschen, ich sag mal, eine Rundstrecke von 3 Kilometer im dichteren Wald. Überall findet man Hinweise. Ein weiterer schöner Tag im Rothaargebirge ohne Wisente. Kann man, glaube ich, genauso sagen. Aber wir warten uns in Stille. Natur ist an und für sich auch was Schönes. Die Neverending Story. Wir suchen die Wisente. Hört nicht auf. Wie ihr seht, es ist noch kein neues Jahr, aber es ist neues Wetter hier am Rothaarsteig. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, weil heute haben wir etwas Schnee, wie ihr seht. Und meine Hoffnung, die ich jetzt habe, dass wir die riesigen Wisentfüßlein im Schnee spotten können. Boah. Und ja, vielleicht die Herde dann heute finden. Damit der Wisent mich auch nicht übersehen kann, wie ihr schon seht, habe ich geschmackvolle Oberbekleidung heute an, die weithin leuchtet im Weiß. Und nachdem ich letztes Mal ja ein bisschen Shoulder hatte beim Tragen, hier ist es slippery when wet, kann ich euch berichten, trage ich meine Kamera heute hier mit der Cotton Gear Hardware. So weit, so gut. Drückt die Daumen, dass heute was passiert. Wir gehen jetzt vom Albrechtsplatz in Richtung Gierkhausen. Und irgendwann soll hier eine Freifläche kommen. Und ihr seht, ich spreche jetzt schon ein bisschen leiser, weil die Freifläche, die ist jetzt hier, wo ich hörte, dass sie da schon mal gerne auch stehen. So, und jetzt bin ich mal sehr, sehr leise und taste mich mal hier in die Freifläche rein. In der Hoffnung, dass hier das liebe Wisent irgendwo steht. Ein Problem, über das ich jetzt so noch nicht nachgedacht habe, ihr hört es, je nachdem, wo ich drauf trete, zwirbelt der Schnee schon so ein bisschen. Ne? Hier geht es, aber wenn es gefroren ist, ja, gerade war es richtig laut. Und vielleicht hören die Wisente auch wieder die Geräusche und sind weg, bevor ich überhaupt eine Chance habe. Aber hier rechts auch dieses Halbdunkel. Ich sehe ja überall welche da. Wisst ihr ja, ne?
Dame hier, die bringt es. Aber die Winterlandschaft, die ist auch schön, ne? Oder? Schaut. Und in der Tat habe ich gerade Spuren gesehen, wo ich gedacht habe, ah, ich finde, das sind Wiesenspuren. Hallo Fotofreunde. Jetzt kommt am Ende des dritten Teils eine traurige Nachricht. Ich möchte euch hiermit mitteilen, dass ich das Projekt Wiesente Wildlife oder How to Photograph a Wiesent in Wildlife Fast erstmal bis auf Weiteres ad acta lege. Meine Frustrationsgrenze, die ist jetzt, glaube ich, erreicht. Ich war 6 oder 7 Mal dort. 3 Stunden ungefähr immer hin, 3 zurück, die Zeit vor Ort. Ja, ich habe im Vorfeld viel Recherche betrieben, habe auch verschiedenste Stellen angeschrieben. Jetzt werdet ihr natürlich zu Recht sagen, ja, Junge, so ist Wildlife, das gehört dazu. Habt ihr vollkommen recht. Die Wiesente, denen mache ich keinen Vorwurf. Mich betrübt so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Mentalität hier in unserem Lande. Ich habe, wie ich gerade schon sagte, verschiedenste Stellen angeschrieben. Und ich möchte jetzt nicht sagen, wir wurden da Steine in den Weg gelegt, aber einen Fotografen bei diesem Projekt zu unterstützen, das hätte anders ausgesehen. Ich habe dann jemanden gefunden, der in der Lage war, mir zu helfen, mir auch helfen wollte, mit mir auch unterwegs war. Ja, und ich formuliere es jetzt mal ganz sachlich. Der wurde dann von dritter Stelle angegangen, ihm wurden da Vorwürfe gemacht, wo ich einfach sage, warum? Warum muss das so sein? Oder warum muss den Menschen, den Supportern, die mir bei dem Projekt geholfen haben, oder auch mir direkt böse Absichten unterstellt werden? Ich bin totaler Tierfreund und ich möchte die Tiere nicht stören und auch in Ruhe leben lassen. Ich möchte diese tolle Spezies einfach porträtieren. Ich finde es toll, dass nachdem die Wiesente nicht mehr in Deutschland gelebt haben, ist jetzt frei lebende Tiere sogar fast vor meiner Tür gibt. Ich möchte einfach dieses tolle Tier porträtieren, fotografisch. Das ist meine ganze Motivation dahinter. Und ich finde es halt so schade, immer diese Böswilligkeit pauschal zu unterstellen. Und ich glaube, das ist ein Problem der deutschen Gesellschaft. Tatsächlich ist die erste Frage, wenn irgendjemand irgendwas machen möchte, es muss noch nicht mal Fotografie sein, die erste Frage, die wir gerne stellen, ist, darf der das? Fragezeichen. Man fragt sich noch nicht mal, wenn irgendjemand was macht, darf ich das? Darf der das? Dieses mit dem Zeigefinger in Frage stellen, das finde ich, das ist falsch in meiner Weltanschauung. Warum kann man nicht sagen, interessant, welches Projekt machen Sie da? Können wir Ihnen helfen? Dass man sich erstmal für interessiert und vielleicht auch unterstützt. Also, dass man offen auf Dinge zugeht und nicht immer, auch wenn man manchmal vielleicht auch gar nichts damit zu tun hat, böse Absicht unterstellt und hinterfragt, ob ein Mensch das darf. Das ist so die, oder das sind so Gedanken, die ich jetzt zu diesem Thema habe. Ja, ihr seht kritische Worte am Ende dieses Videos, aber wer weiß, vielleicht sieht die Welt, meine Einstellung oder die Wiesentwelt im nächsten Jahr auch schon wieder ganz anders aus und vielleicht gelingt es mir noch, ein tolles Bild von diesen tollen Tieren zu machen. In diesem Sinne, macht's gut und vielleicht bis bald. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ist das hier ein Fotobomber vielleicht? Der Jogger? Der ist doch jetzt gefühlt das dritte Mal vorbeigelaufen. Oder was jetzt ein anderer? Die waren beide dunkel gekleidet. Ich gucke mir das mal auf dem Material nachher an.